Nicht viel. Es geht los mit Ilan Schnell. Ilan Schnell. Mit Conda Packaging. Kurze Ansage. Kurze Ansage? Ja. What? Du bist danach dran. Los geht's. Hier das Mikrofon. Ja. Man kann, das geht aber schon. Man kann mich hören. Ich begrüße alle Teilnehmer der Lightning Talk Session. Also mein Name ist Ilan Schnell. Ich arbeite für Continuum Analytics und bei Continuum Analytics gibt es ja jetzt diese neue Python-Distribution namens Anaconda. Ich war früher in meinem vorigen Job bei nThought und habe dort maßgeblich an der nThought Python-Distribution gearbeitet. Und jetzt bin ich eben der Hauptmaintainer von dieser Anaconda-Distribution. Und bei diesem Wechsel zu diesem neuen Projekt, wo ich natürlich bei der neuen Firma die sehr schöne einmalige Gelegenheit hatte, alles von Grund auf neu zu machen mit den gesammelten Erfahrungen, wurde eben das Conda-Projekt entwickelt. Also Anaconda erstmal selbst ist die freie Python-Distribution für Linux, Mac, Windows, supported Python 2.6, 2.7, 3.3, hat NumPy, SciPy, Matplotlib, ganz viele dieser anderen Packages, Pandas. Und Conda ist eben der Package Manager. Und das Besondere an Conda ist erstmal, dass es eben Plattformagnostik ist, also das Format dieser Pakete ist plattformunabhängig. Das sind einfache Tarballs und die Pakete selbst sind noch dazu Python-unabhängig. Und meine Kritik an der ganzen Diskussion, die andauernd stattfindet, in der Python-Packaging-Welt betreffend dem neuen Wheel-Format und den früheren Egg-Formaten und all diesen Sachen, ist, dass es alles viel zu sehr zugeschnitten ist auf Python selbst, eben auf Python aufbaut. Und mit Conda geht man eben im Prinzip einen Schritt zurück und man sagt, alles sind Pakete, sie haben das gleiche Format und das ermöglicht es eben, Python selber als Paket zu haben. In diesem neuen Wheel-Format, was es gibt, das ist eben ein binäres Format für Python-Pakete. Man kann allerdings kein Wheel Paket für Python selber machen. Dafür ist es gar nicht vorgesehen. Und zudem erlaubt Conda, dass man verschiedene Environments haben kann, ähnlich wie virtuelle Environments. Allerdings sind das richtige Präfixe. Die werden mit Hardlinks erstellt auf der Festplatte und für das Dependency Management wird ein Set-Server verwendet. Ich habe ein Projekt gestartet, es nennt sich PycoSet. Das sind die Python-Bindings für die Set-Server-Bibliothek PicoSat. Eine neue Sache dazu ist, dass mit Conda jetzt es auch möglich ist, eigene Pakete zu bauen, die dann gut in das System integrieren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Dankeschön. Stefan. Ja. Hallo zusammen. Ich habe nur eine mini kleine Ansage zu machen. Und zwar wollte ich darauf hinweisen, dass heute der Ada Lovelace-Tag ist. Das ist der Tag, den wir als Programmierer aus Anlass der Frau begehen, feiern, die die Programmierung erfunden hat. Ja? Und das ist natürlich ein würdiger Tag, um eine Python-Konferenz zu eröffnen. Danke. Ich muss gerade noch mal das hier starten. Ja? Also zum Setup. Da habe ich mir schon gedacht. So, danach Marius Resner. Kommst du schon mal her? So, da haben wir das, Wäre schön, wenn ihr euch vielleicht, wenn der Vorgänger das dann euch gibt. Dann so, ich fange einfach mal an. Ich wollte was über Egenix PyRun erzählen. PyRun kennt vielleicht schon der ein oder andere. Ich hatte da auf der PyCon.de letztes Jahr schon drüber erzählt. PyRun ist eine Python-Laufzeitumgebung in einer einzigen Datei. Das Schöne daran ist, dass die Datei sehr klein ist. Man kann also die komplette Python-Bibliothek, also mehr oder weniger die komplette, und den Interpreter selbst kann man in 10 Megabyte unterbringen. Wenn man das Ganze durch UPX durchschickt, dann kriegt man das auf 3 bis 4 Megabyte runter. Ist also richtig klein. PyRun ist Open Source, Python-Style-Lizenz. Die Plattform haben wir unterstützt, Linux, die ganzen BSDs, AIX, Solaris, Mac OS X, Raspberry Pi, kein Windows. Wir benutzen es nicht für Windows, deswegen ist die Motivation nicht so riesig da. Aber es könnte ja sicherlich auch dahin portiert werden. So, jetzt wollte ich, er hat letztes Jahr schon darüber erzählt, was PyRun jetzt ist, wie es funktioniert und so weiter. Jetzt wollte ich, hatten wir jetzt ein neues Skript geschrieben dazu, um die Installation ein bisschen einfacher zu machen. Nennt sich Install PyRun. Logischerweise kann man bei uns runterladen, muss man dann halt ausführbar machen und lässt es laufen und hat dann also ganz schnell eine PyRun-Installation. So, und wenn ich jetzt das richtige Fenster finde. Da. Das muss ich jetzt mal darüber schieben. Ich kann es sogar da sehen, sehr schön. Das läuft also ganz einfach. Ich muss dann einfach nur Install PyRun sagen. Das Verzeichnis, wo es hin soll, ist also alles sehr ähnlich wie bei virtualenv. Mit dem kleinen Unterschied, dass man hier einen kompletten Python-Interpreter installiert und nicht nur ein paar Links setzt. So, jetzt kann ich in das Verzeichnis reingehen. Da hat man also bin, include und lib, wie man das halt so kennt unter Unix. Hier sieht man, dass die Datei also tatsächlich gerade mal 10 Megabyte groß ist. Wir haben auch noch eine Debug-Version dabei, die halt ein bisschen größer ist. Jetzt kann man das Ganze durch UPX durchjagen. Das mache ich auch gerade mal. 2.7. Oh. Richtig, danke. So, das dauert ein bisschen. Er muss jetzt so 6-mal da durchlaufen. Ich weiß nicht, was er da macht, aber es wird nachher sehr klein. So, wie man sieht hier, 3,4 sage ich jetzt mal Megabyte. Hoppla. Und was natürlich viel interessanter ist, das funktioniert auch tatsächlich. Ja, also man hat hier ein ganz normales Python vor sich. Wir haben in der neuen Version haben wir auch noch einen Symlink auf Python gesetzt, weil manche Programme halt unbedingt Python da stehen haben wollen. Und die ganzen Sachen, die man halt so kennt, ups, wir sind schon da, die funktionieren auch. Also man kann zum Beispiel ein Game of Life kurz mal eben installieren, wenn das Netzwerk hier mitspielt. Ja, das ist Game of Life mit PyRun. Das war's. Danke. So, hallo. Ja. Hallo zusammen, ich bin der Marius.
Ich wollte nur mal kurz auf die Schnelle zeigen, wie man eben, wenn man ein Smartphone sich wünscht, dass man das mit KNX beispielsweise machen kann, ist im Prinzip schon bekannt. Die Technik ist eigentlich IBE oder Instabus. Das Schöne ist nur, es sind im Prinzip schon vorhandene Technologien und ist im Prinzip alles ready to go, dass man dann, wenn man eben wenn man eben dann saniert oder ein neues Haus baut und sich für KNX entscheidet, sieht man auch schon an der rasenden Geschwindigkeit vom KNX-Bus von 9,6 Kilobit pro Sekunde. Der hat jetzt letztes Jahr sein 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Aber man kann eben alles mit abbilden, wenn man jetzt eben große Häuser bis Krankenhäuser oder so, das ist eigentlich kein Problem. Und man kann eben dann, wenn die Geschwindigkeit ein Problem sein sollte, kann man auch Ethernet, eben IP als Backend einsetzen und dann reicht es eigentlich nach wie vor aus. Also ist ganz witzig, aber funktioniert. Wie gesagt, nur mal ganz auf die Schnelle. Es gibt da so ein Tool, das ist leider auch die einzige Option momentan, um dann so eine KNX-Anlage zu parametrieren. Ist im Prinzip kein Programmieren in dem Sinne, weil man im Prinzip nur Parameter einstellt und die Sachen miteinander verknüpft. Ist aber eigentlich ganz schön, wenn man es lesen könnte. Muss ich dazu sagen, beispielsweise geht es jetzt im Prinzip darum, dass man durch so Gruppenadressen werden eben Funktionen verknüpft. Ja, also beispielsweise ist jetzt hier dieses PD11 ist ein Präsenzmelder, der hat eben einen Lichtausgang, das heißt ein Präsenzmelder ist im Prinzip nur ein bisschen empfindlicherer Bewegungsmelder, der erkennt halt eine Bewegung und hat dann eben ein Kommunikationsobjekt, das nennt sich Lichtausgang. Das ist im Prinzip einfach nur ein Bit, 0 oder 1. Und das kann man eben dann verknüpfen in der Gruppenadresse mit so Schaltkanälen oder DIMM-Kanälen, also dass man eben jetzt sagt, okay, Licht im WC, geh an. Ja, also das ist, wie gesagt, recht simpel alles, wunderbar, kann man schön machen. Dann hat man eben diese Gruppenadressen, Topologie von KNX und so weiter, lasse ich jetzt mal aufgrund der Zeit einfach weg. Es geht nur darum, dass dann der schöne Part eben dann kommt, wenn man schon auf KNX ist, dass man eben mit Ethernet, wenn man will, oder mit USB, serielle Schnittstelle oder was man eben findet, gibt es vom Martin Kögler einen IBE-Daemon, heißt der. Und mit dem kann man dann eben den kompletten Bus lesen und auch schreiben. Das heißt, man kann dann eben mit diesem IBE-Daemon, gibt man dann einfach beispielsweise ein Crew, also auf der Konsole, und das kann man dann eben mit Python entsprechend eben anbinden oder auch mit anderen Sprachen, aber hier würde sich ja Python anbieten. Man macht dann eben einfach so ein Crew, zum Beispiel Crewbrite auf Localhost, eben mit dieser Gruppenadresse auf 1, das heißt, da ist jetzt beispielsweise eine Lampe dahinter oder eine Steckdose oder was auch immer man will, und dann wird eben über diesen Daemon das geschaltet, wird halt auf den KNX-Bus geschrieben und dann wird das eben ausgeführt. Und dann kann man eben mit dieser Schnittstelle dann machen, was einen die Kreativität so bietet. Ja, das war's schon. Ja, wer heute Morgen bei der Preisverleihung dabei war, der weiß, worüber ich jetzt schon wieder erzählen werde, weil der Reimer mir 3 Minuten versprochen hatte, hat er mir nicht gegeben, jetzt hat er mir 5 Minuten geholt hier beim Lightning Talk. Mal sehen, ob ich das überhaupt ausnutzen kann. Ich möchte einfach nochmal Werbung machen für unser Programmierwettbewerb-Projekt, das wohl offensichtlich fortgesetzt wird und was wir in der Präsentation gesehen haben, das waren also Filme, die erstellt wurden von den Preisträgern. Und ich will einfach noch mal ganz kurz Blender zeigen. Vielleicht hat das jeder schon mal aufgemacht. Und meine Idee ist halt, zukünftig der Lehrerschaft ein Tool in die Hand zu geben, wo sie wenig Arbeit mit haben, dass sie also vorgefertigte Lerneinheiten haben, die sie leicht einsetzen können. Und das will ich hier an dem ersten Beispiel, das ich gebaut habe, zusammen mit dem Jürgen Rettel mal zeigen. Das ist also so, ich kann hier ganz normale Textdateien einbinden in ein Blender-Projekt und
kann alles andere ausblenden. Kommt zwar mit sehr vielen Fenstern daher und kann dann aber immer umschalten den Kontext, wo ich gerade bin. Ich habe hier also eine Einleitung vorgeschaltet und hier geht es ganz konkret darum, Moleküle zu bauen. Und da hat mir der Jorin Rettel, der ist Chemiker, der hat mich auf diese Datenstruktur aufmerksam gemacht, die nicht die neueste ist, aber die ist für den Unterricht eigentlich sehr gut geeignet. So sieht sie komplett aus und wir haben alles Überflüssige rausgeschmissen, ein Aufgabenblatt dazu und natürlich dann ein paar Beispiele, die man sich angucken kann. Und auf Schlag laufen lassen kann. Und schon hat man hier mit einem einfachen Python-Skript, so einfach ist es noch nicht, weil es so gebaut ist, dass es also auch für alle Arten von Molekülen geeignet ist, das demonstrieren kann, bevor man die Schüler selbst experimentieren lässt. Und das ist eine ganz wichtige Erfahrung, dass die Schüler halt nicht nur etwas nachbauen wollen, sondern dass sie halt selber experimentieren wollen. Und da muss man recht schnell in die Gänge kommen, damit es nicht langweilig wird im Unterricht. So, nun hat er mir auch ein Stück DNA zukommen lassen, aber das Ding war so groß, da braucht man schon ein Rechenzentrum, um dann sowas berechnen zu können. Und ich habe mal einen Ausschnitt davon verwendet. Man sieht, der braucht schon ein bisschen, um das zu berechnen. Aber nach kurzer Zeit ist das Ding fertig und man kann es hin und her drehen und sieht hier so ein Stück DNA. Kann natürlich dann einzelne Atome wieder isolieren, kann das Ding auseinandernehmen, die DNA manipulieren und mal gucken, was da für eine Kreatur rauskommt dann am Ende, wenn es gelingt, das chemisch umzusetzen. Ja? Das ist also meine Idee, sowas anzubieten. Nicht nur Chemie war jetzt das Naheliegendste, weil wir uns kennengelernt haben in einem Kurs und da möchte ich nochmal darauf aufmerksam machen, ihr habt das Fachwissen, sucht in eurer näheren Umgebung die Schulen, versucht die anzusprechen und macht die überhaupt auf diese Möglichkeit aufmerksam. Das Schulungsmaterial ist schon ziemlich rund, wir werden da natürlich weiter dran arbeiten, aber der Aufwand, sich da reinzuarbeiten für einen Python-Kenner, ist minimal und damit kann man sehr interessanten Unterricht machen, Werbung für den eigenen Beruf, Werbung für die Firma, nutzt diese Möglichkeiten. Eine andere Sache, die ich immer gerne zeige, ist etwas, was sich bewegt halt. Und das ist hier so eine Animation eines stilisierten Autos, das dann halt mit einem zufällig gewählten Pfad da seine Runden dreht, ja. Das Auto bauen die dann selber, die Kinder, da braucht man sich keine Sorgen machen. Ne? Das kann man natürlich. Okay, das war's, ja. Ich war jetzt heute den ganzen Tag hier, habe mir mehrere Vorträge angehört und ich dachte mir, dann muss ich auch noch kurz ein paar Worte sagen. Und zwar benimm dich. Das waren auch nämlich die ganzen Testvorträge und Deployment-Vorträge. Spannende Sachen habe ich heute gehört. Und da wollte ich einfach noch mal ein paar Worte einfach dazu sagen und eine Kleinigkeit vorstellen. Und zwar, das ist ein Tool, das heißt Behave. Daher auch der Vortrag-Titel, benimmlich. Was ist das? Das Ganze ist eigentlich, kommt aus der Ecke des Behavior-Driven Development oder auch abgekürzt BDD. Und was das Ganze macht, oder deswegen ganz kurz nur, was BDD ist, kurz zu dem. Also, man installiert es, das denke ich, kriegt jeder hin. Es ersetzt nicht PyTest, Selenium etc. Das ist eigentlich mehr so, benutzt man dazu. Und wie gesagt, ich will es zeigen. Ich habe es einfach aus einem Projekt ein bisschen Code geklaut. Ich hatte ja keine Zeit, mich vorzubereiten. Und es sieht dann normalerweise so. Verdammt. Jetzt ist es nicht im Bild drauf. Sowas hier. Das heißt, die Idee grundsätzlich gesehen im BDD ist, dass man
Test so schreibt, dass sie derjenige, der sie am Ende abnimmt, lesen kann. Das heißt, wenn man ein Projekt startet, hat man normalerweise einen Kunden und der möchte jetzt eine Abnahme am Ende machen. Also nimmt man irgendwer, erstellt die Anforderungen und der setzt sich dann mit dem Kunden hin und schreibt dann halt, okay, der Nutzer soll zum Beispiel Images hochladen können. Dafür muss der Nutzer eingeloggt sein, auf einer bestimmten Webseite, also das ist jetzt halt für eine Webseite daher, dann klickt man auf den Link und so weiter. Das heißt, der Kunde hat sozusagen irgendwelche Mockups und dann schreibt man dazu, wie das Ganze sozusagen aussehen soll. Also man schreibt auf sozusagen User Stories. Das ist jetzt hier ein Beispiel, es gibt dafür so eine vorgefertigte Sprache mit diesen Statements, given, when, then. Das ist so, wenn das gegeben ist, dann das der Kundennutzer macht, passiert das und das. Das ist so eine Struktur, die man daran immer wiederholen soll. Das hier ist sozusagen der Test und danach geht man dahin, also nachdem man das jetzt sozusagen als Spezifikation für das Projekt hat, geht man hin und sagt, okay, wir machen aus Python-Code. Das heißt, when I'm logged in, versteht natürlich jetzt nicht unbedingt, kann man jetzt nicht ausführen als Code und die Idee ist, dass man danach daraus Code macht. In Python gibt es halt dieses Behave-Tool und das gibt dann halt einem hier entsprechend, oh, das kann man glaube ich nicht gut lesen, dieser Zeile. Das heißt, man hat Dekoratoren mit given und den anderen when und then und dann kann man hier halt den Code hinmachen, darin gibt es diese Variablen, das ist jetzt zum Beispiel User. Und dann kann man sagen, okay, was hier passiert. In dem Fall ist das Selenium. Das heißt, das Selenium wird im Hintergrund ausgeführt, öffnet den Browser, geht auf die Login-Seite, trägt E-Mail und Passwort ein und sendet drückt auf den Login-Button. So, das Ganze, ich führe das einfach mal kurz aus, wie sowas aussieht. Das interessiert hier niemanden. So sieht das dann aus, wenn man das ausführt. Das heißt, hier steht immer, was er gemacht, was er machen soll. Das ist grau und wird grün, sobald es erfüllt ist. Und dann klickt halt im Hintergrund irgendwo in dem Fall halt ein Browser die ganzen Sachen durch. Wie gesagt, das ersetzt nicht Selenium, weil Selenium braucht man immer noch. Jetzt ist natürlich die ganze Frage, was will ich damit jetzt sagen? Irgendwer hatte die Frage geworfen, braucht man sowas wirklich? Braucht man wirklich diesen ganzen Blödsinn hier mit eine extra Sprache definieren, mit der man jetzt hat, hey, ich habe noch eine Sprache und die beschränkt mich ja eigentlich nur. Ich kann ja viel weniger Sachen abbilden. Wenn ich direkt Python schreibe, kann ich viel mehr abbilden. Ja, aber es wird dann meiner Erfahrung nach oder meiner Meinung nach eher unstrukturierter. Und deswegen bin ich ein bisschen ein Fan davon geworden, zu sagen, okay, wir machen das. Das Projekt, das wir hier haben zum Beispiel, da hat der Kunde das nie gesehen. Das heißt, wir haben gar nicht behavior-driven entwickelt, haben aber trotzdem dieses Tool benutzt. Einfach, weil es dazu führt, dass die Leute, die die Unit-Tests, oder nein, das sind keine Unit-Tests, das sind Akzeptanz-Tests, aber die diese Tests geschrieben haben, sie dokumentieren in Anführungszeichen ihren Code, indem sie oben drüber schreiben, was macht diese Zeile, also was macht diese Funktion. Okay, das ist vielleicht logged in, es wäre vielleicht einfach gewesen, wenn man hier einen besseren Namen gewählt hätte. Aber meiner Erfahrung nach, manchmal ist das in Open-Source-Projekten so, hey, wo ist denn die Dokumentation? Ja, wir haben Tests, guck doch da rein. Ja, das hilft nicht unbedingt. Es ist schön, wenn man im Projekt drinsteht, dann versteht man auch die Tests. Wenn man nicht drinsteckt und Tests vorbekommen ist, hilft einem das auch nicht unbedingt. Aus diesem Grund sehe ich dieses Tool nicht nur für Leute, die jetzt behavior-driven entwickeln, streng, sondern auch Leute, die einfach so entwickeln, als Hilfe strukturierter die Tests zu schreiben und dadurch kriegt man auch ein bisschen Dokumentation in die Tests rein. So, genau das, was ich gerade meinte, Tests sind keine Dokumentation. Also benehmt euch und dokumentiert euren Code. Danke. Eine Kleinigkeit noch, ich habe eben gerade es gibt ja das PyCamp am Freitag und ich habe einen Vorschlag gerade eingereicht, der heißt Development, Testen und Deployment Pipelines. Ich hoffe, dass man eine kleine Gruppe machen kann. Naja, egal. Guckt in das PyCamp-Tool. Ja, wir werden das zu der Uhrzeit machen. Wer weiß nicht, wie eine Key-Signing-Party funktioniert? Wahrscheinlich alle. Ihr schickt vorher euren öffentlichen GPG-Key zu mir. Und zwar bis Donnerstag, sagen wir mal 18 Uhr, damit ich eine Chance habe, das alles zusammenzustellen. Freitag, wenn ihr dann teilnehmen wollt, erstens seid da, zweitens bringt Ausweisdokumente mit. Die Regel sagt, zwei amtliche Ausweisdokumente. Je nachdem, wenn man nur einen dabei hat, nur einen mitbringen kann, kann es sein, dass der Gegenüber sagt, nee, da sind keine zwei, das unterzeichne ich nicht. Versucht Freitagmorgens um 8 Uhr ungefähr so auszusehen wie auf euren Ausweisdokumenten. Das könnte schwer werden, wir müssen es trotzdem versuchen.
seid da. Wie gesagt, das ist wichtig. Schickt mir vorher den Key, damit ich den Keyring zusammenstellen kann und das Dokument, wo auf dem DIN A4-Blatt alles zusammen ist mit den Checksummen. Ich werde versuchen, das vorher auszudrucken für jeden, weil nicht jeder von Donnerstag auf Freitag das ausdrucken kann. Das stellt uns vor ein logistisches Problem, weil hier natürlich die Organisation wahrscheinlich auch noch nicht da ist, Freitagmorgens um 8 Uhr, aber das wird schon funktionieren. Ihr seid da, okay. Wurde mir auch so schon zugesagt. Wir gehen davon aus, dass es so ist. Also Freitagmorgen, Key-Signing-Party, damit wir alle demnächst verschlüsselt unsere Nachrichten austauschen können und der NSA nicht mehr ganz direkt zuhören kann. Musik will ich jetzt keine hören. Oh, ich wollte euch eigentlich nur mal noch ein paar Tipps geben für eure Bekannten, die, ehrlich gesagt, wie ich noch nicht so Python-Experten sind. Neben den üblichen Wegen, dass es Hochschulkurse, Kurse an der Schule gibt, die ganzen Bücher, die Online-Tutorials, gibt es seit 2 Jahren diese massiven offenen Online-Kurse. Und ich bin im letzten Herbst zu Python gekommen durch den Coursera-Kurs in Introduction to Interactive Programming. Da haben wir in 8 Wochen am Ende ein Asteroids, also dieses klassische 80er-Jahre Arcaden-Spiel, zusammenprogrammiert, lief auf dem Browser. Kein Python installieren, das Python lief auch im Browser. Ein anderer Mitbewerber ist Udacity. Bei Udacity laufen die Kurse, fangen die an, wann man will. Da ist nicht so dieser Ehrgeiz, dass 4000 Leute innerhalb von 8 Wochen es schaffen. Aber wenn man seine Zeit frei einteilen will, ist das auch okay. Wenn man wissen will, welche Kurse jetzt gerade anfangen zum Thema Python oder so, ist Class Central die zentrale Anlaufstelle. Ansonsten meine eigene Website listet alle möglichen Anbieter auf, wo man dann sich einzeln durchklicken kann. Ganz frisch für unsere PyCon gibt es die Möglichkeit bei Brainbench einen kostenlosen, sonst wollen die da Geld für haben, weiß auch nicht wieso, einen kostenfreien Python-Test 2.4 zu machen. Also die Fragen sind schon so hart, das ist schon wie, sagen wir mal, 90 Minuten Klausur, Bachelorstudium oder Diplomstudium oder so, erste Programmiersprache nach 1 oder 2 Semestern. Wenn man da mal dann ein bisschen länger arbeiten will und ein erstes Projekt braucht und aber ein Feedback haben möchte von quasi internationalen, lohnt sich auch die Spotify-Puzzles. Ich habe es jetzt noch nicht eingesendet, aber da gibt es so 3 kleine Programmieraufgaben, die alle nur Kommandozeilen orientiert sind und die auch wieder erste Programmiersprache oder wenn man eben wechselt, durchaus innerhalb von ein paar Wochen zu schaffen sind. Kann man sie auch reinarbeiten in den Unit-Testing und was auch immer oder das richtig objektiviert machen. Und wenn man das einsendet, heißt es, man bekommt ein Feedback, ob das Programm in Ordnung ist, also ob man die Spezifikation erfüllt hat oder auch nicht. Das war es eigentlich schon. Happy Coding! Hallo, mein Name ist Shlomo Shapiro von dem Immobilien Scout. Ich möchte euch ein bisschen über unser aktuelles Konzept für die Konfiguration des Monitorings und Alarmings im Rechenzentrum erzählen. Hintergrund ist so ein bisschen die besonderen Herausforderungen, die wir haben. Wir haben ja eine selbstgeschriebene Konfigurationsverwaltung, die auf RPM-Paketen basiert. Und die allererste Voraussetzung ist daher auch, Konfiguration muss per RPM-Paket ausgerollt werden. Und schon da haben wir gesehen, dass die meisten Standardkonzepte für Monitoring-Konfiguration total doof sind. Das nächste ist, auch spannend, technische Kopplungen fachlicher Zusammenhänge. Das heißt, wenn ich ein RPM mit einer Software drin habe, meinetwegen Web-App, dann möchte ich, dass alle Dinge, die fachlich damit zusammenhängen, auch von diesem Paket ausgeliefert werden oder von einer Dependency installiert werden. Konkret heißt es, irgendwie muss das Web-App-RPM dafür sorgen, dass das Monitoring-Config-Stückchen für diese Web-App auch an die richtige Stelle kommt. Und das ist das dritte Problem. Die richtige Stelle ist meistens nicht auf dem Server, wo die Web-App läuft. Die monitoren sich ja nicht selber, sondern werden von woanders gemonitort. Wir wollen aber natürlich keine hostübergreifenden RPM-Abhängigkeiten haben. Das funktioniert einfach nicht. Ich kann nicht sagen, requires irgendwie Paket at host sowieso. Kann ich zwar reinschreiben, aber das interessiert dann keinen. Unsere Plattform sieht ungefähr so aus. Wir haben ganz viele Server. Stand jetzt ist wahrscheinlich 15 bis 1600. Das ändert sich immer so ein bisschen nach oben. Und auf diese Server deployen wir Software und Konfiguration per RPM, ne, YAML-Update und so weiter. Und natürlich ist da auch irgendwie die Monitoring- und Alarming-Konfiguration mit drin. Aber, das ist jetzt der entscheidende Punkt, wir installieren das auf die Server.
Und dann gibt es woanders Isinga-Server, auf denen laufen die Prozesse, die diese Informationen brauchen, die damit eigentlich was tun müssen. Und die Frage ist jetzt, wie kommt das Stück Information von den vielen Servern der Plattform in die Monitoring-Server? Und dazu möchte ich euch zwei Open-Source-Projekte in Python natürlich vorstellen, die genau dieses Problem lösen und die uns auch jetzt wirklich gut helfen. Also, der erste Punkt ist, RPMisiert konfigurieren heißt modularisiert konfigurieren. Jetzt habe ich einen Server, auf dem sind ganz viele Services drauf, zum Beispiel hier HTTPD als Service und unsere Web-App auch als Service. Und dann möchte ich die Monitoring-Konfiguration auch modularisiert ablegen. Wir haben uns auf YAML als Format geeinigt und wir haben gesagt, unter ETC Monitoring kann jeder ein Stück Konfiguration hinlegen, in der beschrieben steht, wie hier gemonitort werden soll. Immer für diesen einen Host bezogen. Und dann haben wir einen YAML-Server geschrieben, der alle diese YAML-Dateien einliest, nach einem bestimmten Human-Compatible-Algorithmus merged und diese Informationen dann per HTTP bereitstellt. Ein Monitoring-Config-Generator läuft auf der Isinga-Seite als regulärer Job und fragt per HTTP die gesamte Plattform ab, sag mir mal, wie du gemonitort werden möchtest. Und die Antwort ist natürlich eine YAML-basierte Isinga-Konfiguration. Wer Isinga oder Nagios kennt, das ist einfach dasselbe, aber eben in YAML verpackt. Da passiert noch so ein bisschen in dem Monitoring-Config-Generator Variablen-Magic. Sprich, wir haben eine eigene Variablen-Substitution da eingebaut, die es uns ermöglicht, das filebasierte Overlaying mit dem YAML-basierten Overlaying so Key-Value-Hierarchie-mäßig ein bisschen schlau umzusetzen, sodass wir halt ein ganz strenges Don't-Repeat-Yourself spielen können. Und der Monitoring-Config-Generator schreibt natürlich Isinga-Config, lädt den Isinga neu und im Ergebnis ist ein Server, den ich automatisiert oder von Hand neu aufsetzen lasse, innerhalb kürzester Zeit auch im Monitoring aufgenommen. Das Ganze ist zu finden auf GitHub unter unserer Projektwebseite, funktioniert bei uns stabil, production ready sozusagen. Der nächste Schritt, an dem wir noch arbeiten, ist, dass das Neueinlesen der Monitoring-Konfiguration eventbasiert passiert, nämlich dann, wenn ein Deployment stattfindet. Natürlich wird auch nur bei Änderungen an der YAML-Konfiguration das Monitoring neu geladen, sonst bleibt es, wie es ist. Und ich rede so lange, bis ich die Musik höre. Genau. Habt ihr noch Fragen? Ja, alles auf GitHub, auf unserer Projektwebseite. Pull-Requests sind willkommen. Die Config ist schon da. Die Doku meine ich. Danke. Keine Musik, kein Klatschen. Schon fertig. Ja. Ich möchte hier auch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, und zwar für den Science Hack Day. Science what? Science Hack Day, das ist so eine Art Hackathon, aber nicht nur für Entwickler, sondern auch für Designer und Wissenschaftler und Ingenieure. Sprich, wir wollen halt nicht nur Software entwickeln, wir wollen halt richtig was Tolles schaffen. Sowas wie zum Beispiel, hier sind ein paar Projekte von den vergangenen Jahren und aus anderen Städten. Laserhaie, ja, was zum Beispiel auch ein sehr schönes Projekt war, war ein Bird Detector, das heißt mit einem Mikro, USB-Mikroskop und einer heißen Software, die dann einem sagt, ob man sich heute rasieren muss oder nicht. So eine Sache entstehen da. Die Constraints sind relativ einfach. Es gibt 48 Stunden Zeit. Wir stellen eine Location, wir stellen alles Mögliche an Equipment, was wir rankriegen können. Also Raspberry Pis und Arduinos haben wir schon, 3D-Drucker bekommen wir auch ran. Und wie gesagt, gibt es halt dann 48 Stunden, darf man auch dann in der Location übernachten oder nachts weiterarbeiten, wenn wir wollen. Wir kümmern uns ums Essen und um die Location und ansonsten darf jeder teilnehmen, der will. Ja, hier sind noch ein paar andere Projekte. Science Hack Day klingt zwar sehr nach Wissenschaft, aber you don't have to be a scientist, you don't have to be a hacker, you just have to be excited. Sprich, also jeder, der Interesse hat, der Spaß dran hat, darf da mitmachen. Vielleicht noch kurz zur Geschichte. Das Konzept ist ursprünglich in den USA, in San Francisco entstanden, von Ariel Waldmann, die damals mit der NASA assoziiert war und diese tolle Idee hatte. Es gibt es inzwischen in 26 Städten und jetzt auch in Berlin. Ich komme aus Berlin, deswegen mache ich jetzt auch für das Berliner Event.
Werbung, da gibt es eine Seite. Ab heute kann man sich da registrieren. Die Anmeldung ist, wie gesagt, kostenlos, aber dadurch, dass wir nur begrenzt Platz haben, lohnt es sich, schnell zu kommen. Und wir sind natürlich auch dankbar, wenn wir noch mehr Sponsoren finden können. Im Moment haben wir schon einiges an Hardware-Sponsoren. Wenn wir noch ein kleines bisschen Geld kriegen könnten fürs Catering, wäre es natürlich schön. Ansonsten, wie gesagt, alle Informationen auf berlin.sciencetechday.com. Es findet statt am 15., 16. und 17. November im Beta-Haus in Berlin. Und das ist auch schon alles, was ich sagen wollte. Vielleicht noch kurz für Leute, die sowas Ähnliches organisieren wollen, können sich natürlich auch gerne mit uns in Verbindung setzen, sad@opentechschool.org. Open Tech School haben vielleicht einige schon gehört. Der Berliner Ableger hat quasi dieses Event ehrenamtlich gestartet in seiner Freizeit. Es sind jetzt noch mehr Leute dazugekommen, aber die sind halt immer noch quasi die E-Mail-Adressgeber und sehr aktiv dabei. Würde mich freuen, wenn ich vielleicht den einen oder anderen sehen könnte oder wenn wir vielleicht sogar den einen oder anderen finden könnten, der sagt, okay, ich gebe 100, 200 Euro dazu, ein bisschen Sponsoring, damit das Essen auch alles klappt, so wie wir uns das geplant haben. Dankeschön. Das ist doch für Wuppen sollen. Dein Setup hier gut ist, gleich. Da hab ich Pech. Kurze? Ja. So. Vorstellen, das ist ein Bericht vom Chaos Computer Club München. Kurz zur Historie. Es entstand aus dem Blinken Lights Projekt, das der auch vom CCC stammt, und da wurden also ganze Gebäude illuminiert und was ich, genau. In München hat man dann das Mood Lamp Projekt gestartet. Das war Die Idee war halt so, Lampen mit schönem Licht zu erzeugen, zu bauen. Dafür gab es so eine, hat man eine dreifarbige LED genommen, die da entstand, auf den Markt kam, mit 3 Watt, also mit richtig viel Lichtleistung. Hat eine Platine entwickelt mit einem Mikrocontroller drauf, sodass es programmierbar war, und hat es dann in so eine IKEA-Lampe verpackt. Und damit war das also, konnte man schon ein schönes, stimmungsvolles Licht erzeugen, und das halt auch gefädelt ist in verschiedenen Farben. Später gab es dann ein Projekt auch in München. Es war, ist ein Hochhaus gewesen, also ist nicht so hoch, aber also nur 4-5 Stockwerke, das abgerissen werden sollte und war dann ein Jahr leer gestanden. Das hat dann, also verschiedene Kunstgruppen in München haben das dann quasi genutzt als Kunsträume und haben da auch Ausstellungen drin gemacht. Und dann hat dann auch der CCC dann diese Mood Lamps weiter genutzt, mehrere davon in dieses Fenster eingebaut, und es war dann auch von außen steuerbar, die Fenster. Also nicht nur zweifarbig, schwarz-weiß, sondern eben auch farbig, war möglich. Dann wurde das Gebäude natürlich abgerissen, und dann hat man überlegt, was man mit den Lampen macht, und hat dann überlegt, okay, nimmt man ein paar IKEA-Kisten, baut die da rein. Es ist eben dann, seit ein paar Jahren gibt es diese Art der Installation, die jetzt im Moment also in ganz Deutschland herumreist und jetzt eben auch zur PyCon wieder aufgebaut ist hier. Ja, bisher steht sie nur da. Also was hat es mit Python zu tun? Da läuft also ein kleiner Python-Server-Anwendung, die Lampen steuert, und dazu eine kleine Client-API, die dann über UDP kommunizieren. Das heißt, man kann jede einzelnes Pixel von den Lampen ansteuern, welche Farbe es erscheinen soll. Es gibt also alle möglichen Beispiele, dass man an Regenbogenfarben oder anzeigt. Was auch involviert ist, ist ein Snake zum Beispiel oder ein Tetris. Das ist halt auf dem Layout nicht so optimal, aber geht auch. Oder zum Beispiel Lauftext, wobei das auch da nicht so gut lesbar ist mit den großen Pixeln. Ja, ich wollte euch einladen, da mitzumachen. Ihr könnt da ganz einfach eigene Animationen träumen. Es gibt ein GitHub-Repository und auch einen Simulator, wo man das erstmal lokal testen kann, die Animationen, bevor man sie dann auf die große Wand schickt. Wenn ihr das machen wollt, gibt es ein eigenes WLAN. Da könnt ihr euch dann als quasi einloggen und die Animationen dann da spielen lassen. Also wir haben dann eine Wiki-Seite eingerichtet, wo die nötigste Information draufsteht, oder einfach vorbeikommen und fragen. Also ich will noch kurz zeigen, wie einfach das ist zu schreiben, so ein
sieht man das, ja. Hier ist so ein kleines Beispiel. Also es gibt hier diese kleine Library, diese AKPSL-Library, die man da nutzen kann. Und also im Prinzip ist der wichtige Befehl ist dann hier. Ups. Das sagt also dieses Send-Kommando, die gibt die XY-Koordinate ein, welchen Pixel man verändern will, dann die RGB-Farben und die Nummer ist dann, wie schnell es schalten soll, also ob man sofort schalten soll mit 0 oder ein Fading über eine Sekunde zum Beispiel. Und das letzte Parameter ist optional, ist, wenn man mehrere solche Wände hat, aber wir haben hier nur eine. Also in dem Beispiel werden einfach alle auf die komplette Wand auf blau gesetzt. Also das ist recht einfach zu machen. Mal kurz zeigen, wie die Simulation aussieht. Also man stellt einfach sein Skript an und hier ist dann zum Beispiel dieser Simulator, der das dann einfach nur anzeigt. Lokal und dann kann man später auf die Wand schicken. Das habe ich mir erklärt. Okay, das war's. Ich rede nicht nochmal über das Keysigning, obwohl ich da definitiv Werbung mache. Mir wurde auch gerade gesagt, ich sollte doch möglichst die E-Mail-Adresse mit ins elektronische Programm schreiben. Das habe ich schon getan. Ich hoffe, es ist auch erschienen. Ich habe vor ein bisschen Zeit angefangen zu laufen, also so richtig so sportlich draußen, nicht nur am Rechner, und habe festgestellt, ja, Läufer sind... laufen zwar alleine, aber sie teilen der Welt gerne mit, wo sie laufen, wie schnell sie gelaufen sind und sie teilen das vor allem gerne der NSA mit. Das wollte ich nicht. Und habe dann gedacht, okay, ich brauche irgendwas, um die Daten aus meiner Pulsuhr darzustellen. Für mich, vielleicht auch für andere, Self-Quantifying etc. Und wollte das gerne in meinem Blog haben. Sowas gab es noch nicht. Mein Blog läuft auf Mäzenen. Die Bibliothek, um die Garmin-Pulsuhren auszulesen, unter Python, rein in Python geschrieben, nennt sich FitPass. Sehr schön, wollte ich alles nutzen und alles im Web und habe da selber ein Projekt angefangen, das habe ich genannt mit Mäzenen Workout, weil das nun mal für den Workout die Daten auswertet. Und das ist sehr am Anfang, das ist so am Anfang, dass es weit vor der Deadline für die richtigen Projektvorträge hier war, deswegen... weit danach war und deswegen konnte ich keinen richtigen Vortrag einreichen. Wer da Interesse hat, ihr könnt mich gerne ansprechen. Ich werde da wahrscheinlich, wie auch immer, am Freitag und Samstag ein bisschen dran rumhacken. Wer mir helfen mag, da das zu einem richtigen Paket auf PyPy zu machen, darf das auch gerne tun. Da bin ich nämlich noch blutiger Anfänger und ja, ansonsten, wer Bock hat, am Donnerstagabend vielleicht noch einen Lauf zu unternehmen, um Daten zu sammeln, ist auch herzlich eingeladen. Das war's. Fertig? Ja, fertig. Ich bin Student an der TU Berlin und ein Gebäude musste Ende des letzten Jahres geräumt werden. Wir sind umgezogen in ein anderes Gebäude und die Studenteninitiative, in der ich da drin bin, wir mussten ebenfalls umziehen. Und wir haben einen neuen Raum bekommen und dieser neue Raum ist im Gegensatz zum vorherigen sehr, sehr nah zur Bushaltestelle, zumindest Luftlinie. Problem ist, wie ihr auf dem roten Pfeil sehen könnt, wir müssen durch 3, 4, ich weiß nicht wie viele Türen durch. Ungünstig, wenn draußen die Bushaltestelle ist und man nicht dann eben rausrennen kann. Also muss eine Lösung her. Sieht so aus. Und so nochmal ein etwas anderes Foto. Es läuft vom Raspberry Pi, wir konnten den Bildschirm abstauben während des Umzugs und es ist eine ganz einfache API, wo wir im Endeffekt gemerkt haben, dass sie so generisch ist, dass auch der Titel eigentlich nicht mehr stimmt, denn wir haben eine Query-API, bei der man eigentlich jede beliebige Website queryen kann, ob es nun BVG in Berlin ist oder VR oder VRN oder wie sie auch alle heißen. Diese API gibt eine Liste an oder gibt eine Response zurück für ein einzelnes Query und in diesem Response gibt es dann eine Menge an Departures und die haben halt eine Startzeit, Abfahrtsort und dergleichen. Die sind relativ einfach gehalten. Wir haben halt in Berlin eine ganze Ecke an Fahrzeugen, die wir benutzen können und so sieht es letztlich aus, wenn wir an einer Stelle eine Abfahrt abfragen wollen.
Ja, das war's. Compiler und auch Prozessoren können teilweise lustige Sachen machen, wie ich mehrfach schmerzhaft in meiner Entwicklungszeit feststellen musste. Ein kleines Beispiel ist jetzt leider in C mit roten Schlängeln, hässlich. Ich hoffe, man sieht es trotzdem, ein C-Programm. Und zwar kurzes Beispiel. Es wird irgendwo Variable, 16 Bytes deklariert, wo man irgendwas Geheimes reinsteckt. Man verschlüsselt irgendwas, holt sich vorher den Key und dann will man hier das irgendwie wieder überschreiben. Im Beispiel habe ich jetzt AF genommen, damit man es gleich schöner in der Ausgabe sieht. Wenn man das Ding dann kompiliert und guckt, was der Compiler macht, ohne Optimierung passiert dann sowas. Das ist so ein bisschen Assembler-Code, sieht man ungefähr, was passiert. Wird meine Get-Secret-Methode-Funktion aufgerufen, encrypt und einen schönen Memset, der das Ding alles plattbügelt und aus dem Speicher rauswirft. Wenn man jetzt auf die Idee kommt, wir wollen das vielleicht optimiert ausführen, damit das auch schneller läuft, dann macht der Compiler, wenn man C-Lang verwendet, das da. Er wirft es nämlich raus. Ja, doof. Das Geheimnis ist immer noch im Speicher drin. Ungünstig, vielleicht. Ja, das hat sich dann backfire. Genau, was passiert hier? Nennt sich Dead Code Elimination. Der Compiler denkt, das Programm oder die Funktion gibt dasselbe Ergebnis raus, wenn ich das hinten wegwerfe. Das ist irgendwie für das Ergebnis nicht mehr relevant. Der macht irgendwas mit einer Variable, die nicht mehr benutzt wird vor dem Output. Egal, weg damit. Dann gibt es mehrere Tricks, wie man das doch wieder hinbekommt. Man kann mit Volatile-Sachen machen. Windows hat eine Spezial-API dafür. C11 bekommt sie demnächst dann auch. C2011. Python wendet C89 als Vergleich. Microsoft kann auch nicht viel mehr als C89, der Microsoft C-Compiler. Da macht man sowas. Ein bisschen Assembler. Eigentlich überhaupt kein Assembler, weil no operations, er macht nichts. Aber er tut so, als würde er Secret lesen. Unten, das da hinten ist, Memory Clubber, im Speicher ein bisschen rumwurschteln. Und dann macht der Compiler sowas. Ja, wieder Get Secret Encrypt. Memcopy fehlt noch, aber da ist mein Nop. Und dazwischen ist was, da ist auch ein AF. Ja. Das ist wirklich dasselbe wie Memset, nur etwas kürzer geschrieben. Oben das Blaue, das Sub nach RSP, das ist wie ein C-Compiler auf dem Stack Speicher freigibt. Subtrahieren, das klingt ein bisschen merkwürdig, aber wenn man sich ein bisschen auskennt, ein Stack wächst von oben nach unten, der Stack, wo die Stack-Variablen drauf liegen. Deswegen subtrahieren, 0,10, das ist 16 Bytes und unten schreibt er irgendwas mit vielen AFs rein, kopiert das zweimal rein, einmal mit 0,8 und einmal ohne ein Offset. Ja, zweimal 8 Bytes und platt. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ah, prima, dann kann ich auch das zweite machen. Timing-Attacken, was CPUs machen. CPUs sind nämlich ein bisschen komplizierter. Kennt vielleicht Leute schon von meinem Vortrag, so vergleicht Python Strings. Wenn man naiv ist, dann hat man, wenn man das timet, so ein Problem. Das sind jetzt Strings verschiedener Länge und eine Länge trifft irgendwann mal. Das heißt, dieser Balken ist da, wo mein Probestring gleich der Stringlänge von dem anderen String ist. Wenn ich jetzt hier Strings von 1000 Bytes miteinander vergleiche und jeweils an einer Stelle was ändere, dann ist die Änderungsposition ungefähr der Zeit. Das heißt, das steigt so linear mit der Zeit an. Wenn man da öfters mal misst, das war jetzt nur eine Messung immer, das wackelt dann ein bisschen, weil der Computer doch was anderes macht. Darüber kann man auch Passwörter erraten, indem man einfach mal guckt, wie lange braucht er für die Antwort der Server und dadurch was rausbekommt. Damit kann man es verhindern. Links ist so Beispiel-Python-Code, wie man es macht, wenn man noch kein Python 3.3 hat. Für Python 3.3 haben wir das implementiert, Nick Cochran, meiner einer. Wenn ihr irgendwas Wichtiges vergleichen wollt, wo keiner ran soll, Compare Digest, sonst das linke oder ja,
Ihr verratet eure Passwörter. Ja, Ist alles drauf? Ja, hervorragend. Ja, hallo, mein Name ist Dirk Nodab. Ich bin eigentlich kein Informatiker, ich bin Physiker von Beruf. Und mein Schwerpunktsgebiet ist die Laserphysik und nichtlineare Optik. Das Einzige, was ich bis jetzt so mit Programmieren zu tun hatte, war C++ und ein bisschen MATLAB. Alles schon elend lange her. Und womit ich mich beschäftige, ist Laser zu entwickeln, wo der Kunde sozusagen die Wellenlänge frei einstellen kann und das Ganze möglichst klein und kompakt. Und also ich will euch jetzt nicht hier mit Details langweilen, aber was sehr wichtig ist, sind diese beiden Scheibchen hier. Das sind nämlich sogenannte Etalons oder Interferenzfilter. Und ihr habt euch sicherlich schon mal gefragt, warum Seifenblasen bunt sind und bunt schillern. Und im Prinzip nutzt man bei Interferenzfiltern genau diesen Effekt aus, dass nämlich nur bestimmte Wellenlängen in die Schichtdicke der Seifenblasenhaut reinpassen. Und wenn man das Ganze simulieren will, wird das sehr schnell sehr hässlich, auch wenn es sich sehr einfach anhört. Und ich wurde in meiner neuen Firma, wo ich angefangen habe zu arbeiten, gezwungen, mit MathCAD zu arbeiten. Aber das gefiel mir nicht so gut. Das war so im Vergleich zu MATLAB wie der Umstieg von LaTeX nach Word. Und ich war also auf der Suche nach einer Alternative. Und mein Kollege Christian Kauhaus und der Kumpel hat mich für NumPy quasi begeistert und angeworben. Und so habe ich also versucht, mich selbstständig in NumPy einzuarbeiten. Und ich war sehr überrascht, wie schnell und komfortabel das geht. Und war innerhalb von wenigen Tagen so weit, dass ich mein erstes Programm schreiben konnte, mit dem man doppelbrechende Doppeletalons mit kompensierten Walk-off- und Dispersionskorrektur schreiben konnte. Und ich möchte kurz vorstellen, also was die Ergebnisse sind, in aller Kürze nur, wenn man das Programm mal so laufen lässt. Also ich habe vorhin über Seifenblasen gesprochen und hier unten ist die Wellenlänge aufgetragen und man sieht sozusagen, wie die Interferenzfilter das Licht durchlassen oder auch nicht. Also da, wo es oben Richtung 1 geht, ist die Transmission 100% und hier unten eben entsprechend weniger. Und je nachdem, wie stark diese Glasscheiben verspiegelt sind, sagen wir mal mit 3,5% Reflexion, das ist wie eine Fensterscheibe, oder 10% ist wie eine schlechte Sonnenbrille etwa, sieht man dann, wie sich das Transmissionsspektrum, wird der Physiker sagen, verändert. Und was ganz besonders interessant ist, uns interessiert dieser Bereich in der Laserphysik und ich habe sozusagen schnell ein Programmchen geschrieben, was nachschaut, wie groß der Unterschied ist in der Transmission zwischen diesen beiden Peaks. Und das sieht dann, Momentchen, muss ich mal kurz das zweite Programm starten. Sieht dann ungefähr so aus. Und das sind wirklich Simulationen, die für uns, für die Firma von großer Bedeutung sind, wo wir uns jetzt auch schon mit einer optischen Beschichtungsfirma zusammengeschlossen haben und das Ganze umsetzen. Die Idee mit diesen Interferenzfiltern kommt von Theodor Hensch, der hat den Nobelpreis gewonnen vor einigen Jahren, war ein ziemlich genialer Mann und mich hat begeistert, wie schnell man das mit NumPy nachprogrammieren und auch physikalisch korrekt nachmodellieren kann. Und woran ich jetzt im Moment arbeite, ist, einen Schieberegler einzubauen. Und ich habe mich heute schon in Vorträge gesetzt, wie man sowas hinbekommt. Und ich denke, da gibt es noch viel zu lernen. Der Schieberegler ist das nächste Projekt, dass man sozusagen die Schichtdicken und die Reflektivitäten und die Anstellwinkel und die Wellenlänge alles stufenlos einstellen kann und nicht im Quellcode rumvorwerken muss. Das ist so das nächste Projekt. Und das innerhalb von wenigen Tagen, da war ich doch sehr zufrieden mit dem Fortschritt. Vielen Dank. Achso, ich mache ja eben. Ja. Ja. So.
So, moin. Ach, hier ist das Mikrofon. Ich bin Stefan Schärfke, ich habe mich gerade spontan dazu entschieden, noch einen Lightning-Talk zu halten. Wir hatten heute früher schon das Thema, wie man Kindern das Programmieren nahebringt. Und das Problem, was ich so mal hatte, wenn ich dann meinen Nichten oder Neffen oder Cousins mal irgendwie gesagt habe, programmier doch mal was oder auch selber früher bei mir. Man will immer zuerst ein Spiel programmieren und ein Spiel programmieren ist eigentlich immer erstmal schwierig, weswegen ich mir überlegt habe, ein Kumpel neulich, ja, man kann ja einfach den Kindern ein Spiel geben, was sie spielen können. Und das Spiel produziert dann irgendwelche Daten und die Daten kann man dann quasi auswerten und kann dann so ein paar Sachen rausfinden. Und das Spiel, an dem ich das mal demonstrieren will, heißt Dungeon Crawl. Das ist so ein Rouge-like, also kann man sich vorstellen wie Diablo im Extremmodus und dann rundenbasiert, wenn man einmal stirbt, ist man tot. Das sieht ungefähr so aus, wenn man das spielt. Ist jetzt ein bisschen klein. Man läuft halt mit dem Charakter. Ich habe jetzt einen neuen, meinen anderen habe ich im Zug leider verloren. Durch die Gegend und findet dann Monster, die man dann abschießen kann. Und dann steigt man halt auf, kann die Monster seinem Gott opfern und so weiter. Kann die auch aufessen, wenn man möchte. Und lecker, lecker, Fledermaus. So, und wenn man dann stirbt mit seinem Charakter, dann gibt es am Ende so ein Morg-File, heißt das. Da steht dann drin, wann man gestorben ist zum Beispiel und woran man gestorben ist. Und wenn man eine Weile spielt, gibt es relativ viele von diesen Dateien und die kann man dann hinterher auslesen. Das hat ein relativ krudes Format, was nicht besonders gut lesbar ist. Hier habe ich dann mal so ein paar Sachen rausextrahiert und dann habe ich mir ein Skript geschrieben, was einem das so ein bisschen extrahiert. Hier habe ich mal, so das ist ganz grob das Format, grammatisch irgendwie aufgeschrieben, was man so erwarten kann. Und dann ist hier so ein Block, wo ganz viel Variabilität drin ist. Also es ist ein relativ schwieriges Projekt, wo man dann für Anfänger vielleicht, wo man mit regulären Ausdrücken so ein bisschen parsen muss. Und dann kann man drüber gehen, die Datei auslesen, kann dann so ein paar Sachen sich printen und kriegt dann, wenn man es am Ende ausführt, raus, dass man zum Beispiel 530 Spiele gespielt hat, in denen ist man 16 Mal aus dem Dungeon gekommen, hat ein einziges Mal gewonnen bei 530 Spielen. Wenn man tot ist, ist man tot, ist das Problem. Und das Blöde am Spiel ist, man stirbt, oder vielleicht das Gute, man stirbt sehr schnell in den ersten Leveln, so im Early Game, und wenn man es dann geschafft hat, kann ich hier erkennen, schafft man es relativ weit. Also wenn man in den ersten 5 Leveln überlebt, hat man ganz gute Karten. Ich bin relativ häufig an meinen eigenen Geistern gestorben, die mir irgendwann entgegengekommen sind, also quasi verstorbene Charaktere. Und das ist eigentlich ganz interessant, was man dann so rausfinden kann. Und damit kann man vielleicht jüngere Menschen dazu motivieren zu programmieren. Sie können vorher spielen und können dann so ein bisschen Daten auswerten, vielleicht noch bunte Diagramme malen und rausfinden, warum sie ständig sterben. Danke.